Mal Zeit zum Gummeltutorial. Als erstes braucht man eine solche handelsübliche Jacke. Ziehe sich die Schuhe aus und dann, ne, Kaffee zu oben. Dann muss man sie so halten und dann mit den Füßen in die Ärmel hineinsteigen. Dann sieht das in etwa so aus. Schönen Effekt machst du da mit der seitlich geneigten Kamera. Dann kann man die Schuhe eigentlich wieder anziehen. Zack. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Hinsetzen, über den Kopf rüberziehen, bis man in der Kapuze drin ist. Dann kann man mit den Armen links und rechts greifen und den Reißverschluss zumachen. Wenn man das nicht alleine hinkriegt, kann man sich auch Hilfe holen. Und zack, dann alles zurechtrutschen und aufstehen. Perfekt, oder? Denkt außerdem daran, dass ihr keine Hände zum Abfangen bei einem Sturz zur Verfügung habt. Also macht nichts, sodass man eventuell Hände brauchen könnte. Scheiße. Also, Vorsicht. Scheiße, Alter. Ah, ich hab's dann geschafft. Ja, super. Ich hau's mir in die Fresse, Mann. Das wäre lustig. Spring jetzt 6 und 12. So, wir sind jetzt hier im Café und machen einen Vlog. Ich bin mit dem Robin und ja, was sagst du? Vlogs sind scheiße. Okay. So, und dann kann man jederzeit so zum Beispiel aus dem Ding rausgehen. Das ist dann natürlich nicht sehr straßentauglich. Aber man kann jederzeit wieder rein. Einwandfrei. Was ich allerdings mehr empfehlen kann, ist, wenn man vorne den Reißverschluss öffnet und dann so rausgeht. Das ist viel sexueller. Sieht gut aus, oder? Und dann kann man jederzeit wieder rein, indem man hinten die Kapuze so. Oh ja. Die Arme wieder drüber nimmt und dann die Arme hier wieder irgendwie einpult. Geht einwandfrei und sieht überhaupt nicht behindert aus. Und dann kann man hier wieder zumachen. So, zack. Dann kann es losgehen. So, wir sind schön, dass wir noch 38 Minuten Akku haben. Schöner Vlog. Daumen hoch. Hey Leute! Das ist ungefähr meine Gurmelstimme. Hey Leute! Ich bin der Gurmel! Ich könnte aber auch. Hey Leute, ich bin der Gurmel! Könnte ich auch. Egal. Guckt euch diese Hackfresse an. Ich dachte, machen wir mal. Mahlzeit zum Gurmel-Tutorial.